Meditation auf Aum, das liebe Aum. Gestern hatte ich in der Ballettklasse eine Kollegin, die sagte, sie reagiere so allergisch auf das Aum, sie lässt es über sich ergehen. Ich habe dann mental gedacht, ja, das passiert, weil man nicht weiß, was hinter dem Aum steht. Das Aum ist mehr als nur ein Wort. Es ist zwar absolut unspezifisch, aber es ist auch als der König der Mantras bekannt, als das universelle Mantra. Es ist eigentlich gehört worden in einem sehr hohen Meditationszustand der Rishis. Man geht aber auch davon aus, dass dieser Zustand für alle erreichbar sei durch das Aum. Man schafft eigentlich durch diesen Klang die Verbindung zwischen dem Begrenzten und dem Unbegrenzten. Wir werden das auch bald sehen, warum. Aus Mandukya Upanishad, da heißt es, die Silbe Aum ist das Universum. Es ist Brahman, das Absolute. Es ist Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist auch das, was Zeit transzendiert, das reine Selbst, welches mit Aum eins ist, hat drei Aspekte. Und darüber hinaus existiert das Undefinierbare, das Vierte. Das wird übrigens auch als die Befreiung Turiya bezeichnet, das Vierte. Wir werden noch darauf eingehen. Wer immer das Aum kennt, das reine Selbst wird zum reinen Selbst. So, und jetzt sehen wir in der Tabelle, was das eigentlich alles bedeutet. Die Verflechtung von Mikro- und Makrokosmos. Die Silbe A, die steht für die physische Welt, also für den physischen Körper auf der individuellen Ebene. Also mikrokosmisch, makrokosmisch für das materielle Universum, also das, was quasi universell als Schöpfung zu sehen ist oder vielleicht auch noch nicht zu sehen ist. Und dahinter steht dann Brahma, der Schöpfer. Zustand dieser Erfahrung ist der Wachzustand. Die Wahrnehmung der Welt schafft man hier über die Sinnesorgane. Die Silbe U steht für den individuellen Geist, der individuelle mentale Geist. Kosmisch gesehen ist es quasi die Zusammenfassung von allen mentalen Geistern. So kann man sich das vielleicht abstrakt vorstellen. Und dahinter steht Vishnu, der Erhalter ist, also das erhaltene Prinzip trägt. Erfahrung hier ist über den sogenannten Traumzustand zu erfassen. Also mentale Eindrücke können als so eine Art Vorstellung erfasst ergriffen werden. Die Silbe M steht für das intuitive Gewahrsein, auch auf der individuellen Ebene. Makrokosmisch, kosmisch ist es als dieses sogenannte energetische Bewusstseinssubstrat zu verstehen des Gesamtuniversums. Also das, was diese energetische Hintermalung hinter allem ist. Shiva steht dahinter als der Zerstörer. Ist ganz klar, man muss erstmal auch im realen Leben muss etwas kaputt gehen, damit man in diese tiefere Ebene eindringen kann, die hier zu verstehen ist. Zustand der Erfahrung hier ist der Tiefschlaf. Und steht für Erleuchtung und revolutionäres Wissen. Ja. Die Silbe Aum als Gesamtheit steht für Atman, also für dieses individuelle reine Selbst, was in uns eingehaucht ist. Makrokosmisch ist es quasi von Brahman repräsentiert. Atman und Brahman sind im Grunde vom gleichen oder von der einen Uressenz, diesem einen Substrat. Hier gibt es nur quasi eine Umbezeichnung oder eine Umbenennung. Zustand der Erfahrung hier, über allen Zuständen hinaus, ist Turiya, die Befreiung. Und dieser Zustand ist fernab jeglicher Konzeptionalisierung, jeglicher Muster, jeglicher Schemata, jeglicher allem. Hier kann quasi alles passieren in diesem Zustand. Die indischen Schriften und das Aum, was sagen Sie dazu? Ganz alte Schriften sind ja die Upanishaden und da gibt es die Dhyana Bindu Upanishad. Da gibt es ein allegorisches Bild, dass das Aum als ein Bogen gilt, das individuelle Sein, also das, was du bist, als Pfeil und Brahman als das Ziel. Und in dem Moment, wo man quasi auf Aum reflektiert, auf Aum sich besinnt, kann quasi das individuelle Sein abgeschossen werden, also als Pfeil und Brahman treffen, in Verbindung gehen mit Brahman.
Ein schönes Bild gibt auch Svetisvatara Upanishad. Svetisvatara Upanishad sagt, dass man sich hier auch den Körper oder das individuelle Sein als einen hölzernen Stab vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher vom Feuer machen. Das flache Holzstück ist dann das Aum. Und wenn man diese zwei Holzstöcke gegeneinander reibt, beziehungsweise hölzerne Stab gegen ja, das flache Holzstab so reibt, entsteht Reibungshitze und dadurch Holzstaub. Und das kann dann für ein Zündernest zum Brennen quasi genutzt werden. Und dieses Brennen ist dann das reine Selbst. Also das Feuer ist dann das reine Selbst. Wir brauchen aber quasi dieses Aum als zweites Stück zur Reibung. In Maitri Upanishad heißt es, dass das Aum der Klang des reinen Selbst ist, also der Klang des heiligen Universums. Schön, auch in Katha Upanishad heißt es, das Wort Aum ist wahrhaftig Brahman. Er, der dessen Bedeutung kennt und dessen höchstes Ziel und Allwissenheit lobpreist. Also, das passt auch so ein bisschen zu unserem Johannesbrief, Kapitel 17, Vers 5. Und auch hier entsprechend vielleicht das Aum dem Wort Amen als der Verursacher der materiellen Welt. Also die verbale Kraft für die Schaffung der Welt. Amen aus Emet, das ist ursprünglich Hebräisch, abgeleitet sogar Aramäisch. Also man fragt sich, welche Sprache von der anderen abgeleitet wurde. Da streitet man sich noch. Bedeutet das, was wahr und sicher ist. Das, was ist. Und im Johannesbrief, da heißt es ja, das Wort war bei Gott. So fing es an. Das Wort war bei Gott. Und dementsprechend heißt es in den Katha Upanishad, das Wort Aum ist wahrhaftig Brahman. Und aus dem Wort wurde dann die Welt, die Schöpfung. Vergleiche hier Johannesbrief, Kapitel 17. Die Aussprache, die kann ganz unterschiedlich, also nicht von der sprachlichen Aussprache her, sondern vom Tempo her ausgedrückt werden. Einerseits zwar ganz schnell, vielleicht sogar synchron zum Herzschlag, dann hast du so den Eindruck, dass dieser Klang immer aus deiner Herzregion ausströmen würde. So als würde sich das Aum von selbst singen. Und dann resoniert dieses Aum mit dem ganzen Körper. Das ist was ganz Wundervolles. Du kannst es aber auch, wenn du schon deinen Puls spürst, hier im Augenbrauenzentrum, kannst du es damit mit diesem Puls quasi koordinativ, entweder mental oder verbal singen. Und das führt dann ganz schnell zur Meditation, auch zur Introspektion, also zur Innenkehr und zur Konzentration. Du kannst es aber auch sehr, sehr langsam in der ganz klaren Betonung der einzelnen Silben aussprechen oder singen. So wie mit einem allmählichen Übergang von einer zur nächsten Silbe. Aum. Ja, da ist das A mit Aha, U, E als O, Doppel-U und M so als dieses brummende, nacheinander folgende, langanhaltende M ausgesprochen. Das verbale Singen ist natürlich einfacher für die, die noch so im Gedankenwirrwarr sind. Schwerer ist es für diejenigen halt, das nur mental zu singen oder auszusprechen. Das ist aber wiederum immer effektiver, weil dadurch auch der Geist erforscht werden kann. Die Innenkehr, ne, schafft natürlich immer wieder die Selbstreflexion und dadurch ein systematisches Beruhigen auch des Geistes. Wie der kontinuierliche Fluss eines Ölstroms und wie die Vibration einer Glocke. Dhyana Bindu Upanishad. Dhyana Bindu Upanishad übrigens beschäftigt sich nur mit dem Mantra Aum. Achte aber darauf, dass du wirklich ohne Druck und ohne Forcierung das Aum einfach kommen lässt. Okay, wie gehen wir konkret vor? Es ist wichtig, dem Klang ganz gewahr zu sein. Entweder mental oder verbal. Hängt davon ab, wie du es quasi singst oder halt eben nicht aussprichst. Und diese tiefere Bedeutung, die wir jetzt quasi zusammengefasst haben, immer im Hintergrund zu haben. Und diese Mischung aus den beiden ist natürlich am machtvollsten. Und das insbesondere mit der Konzentrationstechnik Tathaka, die haben wir ja schon in den vorangegangenen Lektionen kennengelernt. Wenn du dieses Aum entweder in der Schrift, im Schriftbild oder halt auch als Symbol, worauf wir auch im Laufe des Kurses eingehen werden,
als Meditationsobjekt wählst. So, dann kannst du dich schön hinsetzen mit geschlossenen Augen und dann entweder ganz langsam oder schnell, verbal oder mental, dieses Aum immer erklingen lassen. Aum. Und dabei dem Klang ganz gewahr werden, dich darin verlieren. Vielleicht fühlst du sogar, dass dein Körper und Geist mit dem Aum resoniert. Sei dir dessen auch ganz gewahr, dass du Übertrager und Aufnehmer vom Aum bist, wie eine Radiostation. Und das kannst du dann so 15 Minuten lang machen. Und dann kannst du anhalten und dich einfach nur auf den Puls im Augenbrauenzentrum konzentrieren. Und diesen Puls kannst du mit dem Aum dann nochmal synchron werden lassen. Für einen Moment lässt das dann ausufern und dann schließt du mit dreimal Aum ab. Und das kannst du überall umsetzen, beim Arbeiten, beim Essen, kurz vorm Schlafen gehen und so weiter. Wir haben auch hier wieder Wirkungen. Und zwar, das haben wir schon oft gesagt, das Körper-Geist-System wird beruhigt, mentaler Frieden kann sich einstellen, psychosomatische Beschwerden können eliminiert werden, auch emotionale Verstimmung können dann auf einmal so mit ausufern, weggeklungen werden. Man kann auch wirklich einen höheren Meditationszustand erreichen. Man kann aber auch tiefere Wahrheiten realisieren, vom Aum natürlich als solches selbst, aber auch von anderen Dingen. Jede Meditationstechnik übrigens, die mit Aum beginnt und abschließt, soll noch viel kraftvoller und profitabler sein als ohne dem Chanten vom Aum. Ja, das ist alles viel an Wissen und trotz allem geht es immer wieder darum, selbst zu üben, selbst einfach nur zu machen. Und damit wünschen wir euch viel Spaß. Das werden wir ja jetzt auch in der Lektionsstunde 11 integrieren und auch 12, also mit diesem Bewusstsein in Lektion 12 insbesondere. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Ade.